mir wurde direkt schlecht. Die Milch, die war wirklich abgelaufen. Die war, also diese Schau. Das sind unsere Frühstückskarten. Die gibt es ja nur für Erwachsene, ne? Genau, ja, die Kinder. Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Ich sitze gerade hier am Fenster bei Tageslicht, weil dieser Raum, ich finde, ist ziemlich dunkel, ne? Also sind ja, so ein paar Lichter, aber es hätte hier noch so ein paar mehr haben können. Und halt ein kleines Fenster, ja, es geht. Ja, wie war unsere erste Nacht? Wie habt ihr geschlafen? Ich glaube, die Kinder haben ziemlich gut geschlafen, oder? Würde ich sagen. Der Gianno, der hat hier auf seinem Hochbett geschlafen. Total happy. Und der hat somit am längsten geschlafen. Ich glaube, bis halb neun, kann das sein? Ja. Und ich glaube, der war ja wach um fünf, oder war das? Ja, da war der aber nur Pipi machen. Ja. Und ich glaube, der wäre sogar, hätte noch länger geschlafen. Nur, ja, die anderen Kinder waren dann ein bisschen lauter. Wir sind ja alle hier in einem Raum. Für mich war es am Ende hin, so ab 5 Uhr konnte ich dann schlafen. Alles, was davor war, war so, ich war ständig wach. Entweder hat die Luisa sich gedreht, ja, die hat sich sehr viel bewegt, die lag in der Mitte von mir und Carlos. Dann hatte ich oft Angst, ich hatte wirklich Panikattacken. Ich dachte, der Gianno fällt vom Bett runter. Hast du mitbekommen, ne? Ich habe irgendwas gehört, dass der Gianno sich bewegt und bin direkt aufgesprungen. Hab so ein, wir haben hier so ein Lämpchen überm Bett, habe ich direkt angemacht und ja, um erstmal zu gucken, ist alles okay. Gianno ist denn? Der soll nach da gucken. Genau, also das war jetzt zu unserer Nacht. Wir haben uns gerade so ein bisschen fertig gemacht, Zähne geputzt. Und jetzt gehen wir erstmal essen. Genau, wir haben Buffet. Mal schauen, wie das Essen jetzt hier so ist. Ich hoffe gut, denn ich freue mich drauf und wir haben auch schon mega Hunger. Ja, nehme die Kamera so ein bisschen mit, allerdings filme ich jetzt nicht mit dieser Kamera. Dann doch lieber mit dem Smartphone. Ich zeige euch das so ein wenig und berichte euch dann kurz hinterher, wie das für uns gewesen ist. Sollen wir sagen, wir gehen? Das sind unsere Frühstückskarten. Die gibt es ja nur für Erwachsene, ne? Genau, ja, die Kinder können. Dann nimmst du die. Und mit dieser Karte. Dann gehen wir jetzt. Ich nehme den Kinderwagen mit, weil ich weiß nämlich nicht, ob die auch so Kinderhochstühle haben. Deswegen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wir sind hier wieder durch. Gehen durch diesen Gang. Das weiß ich auch nicht. Hier in der Seite, ne? Das ist verbunden mit den Toiletten. Ich weiß aber nicht, okay. Das ja, Schatz. Vielleicht Müllbeutel oder so werden da reingeworfen, dann holen die das vielleicht raus. Okay. Also Carlos hat mal reingeguckt. Ja, ja doch, das kann man ja... Ach, der war offen. Das sind Röhre. Ja, ja. Jetzt sind wir hier. Hier geht es nämlich nach oben. Ja, die stehen überall. Finde ich auch richtig gut. Ich weiß aber auch gar nicht, und hier am Eingang. Doch, da stand hier Folgen geradeaus. Kleiner Shop. Ja, hier steht Frühstück links, Buffet. Zeig euch das so ein bisschen, ja. So. Dankeschön. Guten Appetit. Schmeckt's? Ja. Hm? Das ist meins. Nee, das ist meins plus das. Orange habe ich genommen. Ja, Multivitamin. Von Carlitos. Jetzt gibt es hier ein bisschen Obstsalat für die Kinder. Carlos hat mir eine heiße Schokolade geholt, ne? Mol. Interessierst du dich für den Streit? Schmeckt? Ich habe noch nicht probiert. Sehr lecker. Carlitos packt alles zusammen. So. Wir sind wieder zurück im Zimmer. Ich habe mich auch ein bisschen zurecht gemacht.
Darf ich ja. das jetzt essen? Darfst du. Ja, ich hol deins. Warte dann. So. Ich glaube, Kinder haben aber ziemlich gut gefrühstückt, ne? Ich habe das Ganze so ein bisschen mitgefilmt. Jetzt nicht alles. Was ich noch mitgefilmt hatte, wo ich meinte, und Carlos, wie schmeckt es? Das war diese heiße Schokolade, ein Kakao oder was, ne? Und Carlos hatte, bis zur Hälfte oder was, hast du schon getrunken? Ich habe auf jeden Fall dann meins probiert und mir wurde direkt schlecht. Die Milch, die war wirklich abgelaufen, die war... Also diese Schaummilch, ne, habe ich noch so, ich war das am Schlürfen und dachte mir nur, oh mein Gott, die ist definitiv ausgelaufen, weil die so krass säuerlich war. Hm. Ich bin mir sicher, auf jeden Fall. Ja, und dann habe ich halt das dem Carlos gesagt und dann wurde ihm bewusst, oh, hast recht. Und ich so, okay. Ich habe dann gerochen, so beim Geschmack habe ich es nicht so gemerkt, weil das so gemischt war. Weil es gemischt war, eben, ja. Aber so... Mir wurde danach auch wirklich so übel, ne, weil ich darf ja generell auch so keine Milch trinken, ne, da kriege ich ja schon so schon Bauchweh. Das war normale Milch. Und dann halt noch diese ey, das war so säuerlich, diese Milch, die war halt, das war in so eine WMF-Kaffeemaschine, oder wie nennt sich das? WMF? Ja, Kaffeemaschine. Ja. Ne, sowas? Automat, genau. Und die Milch war ja dann da drinnen, ne? Schön im Automat. Ja, ist ja meistens und so eine Packung Milch machst du oft. Und ja, und ja, ist halt nicht so viel Betrieb, ne? Mhm. Also wir waren jetzt nicht so viele da. Und die meisten trinken dann bestimmt eher auch Kaffee, ne? Und dann hatte ich auch noch Eier, wollten wir essen, Frühstücksei, aber der war auch. Na, so im Ganzen. Die Sachen, die abverpackt waren, sei es jetzt die kleine Nutella, Butter, war okay. War jetzt nichts Berauschendes, muss man sagen, ne? Ja. Das war okay. Ja. Sie hatten eigentlich alles da, muss man sagen. So vom Angebot war super. Sah auch so gut aus. Alles war nicht so mega lecker, muss man ehrlicherweise sagen. Mhm. War alles nicht bombastisch. Nee, aber auch sogar schlecht, ne? Wenn man ehrlich ist. Ja. War nicht so gut, das Frühstück. Ja. Es ist, wie es ist. Ja. Der Tee war gut. Der Tee war gut. Noch am Ende getrunken. Genau. Also zum Glück hat man kein Müsli und so. Weißt du, was da für eine Milch drin war? Ja, ja. Genau, wolltest du, als die Kinder haben. Ja. Ich hab gedacht, trink doch, isst doch. Aber besser nicht. Ja, ich bin ja sowieso immer so ein bisschen vorsichtiger. Ich war bisher auch immer nur im 4-Sterne-Hotel. Weiß ich, ob das jetzt daran liegt, glaube ich nicht. Also nur weil man 3-Sterne-Hotel ist, sieht man ja nicht keine schlechten Sachen an. Glaube ich auch nicht. Aber man merkt schon einen Unterschied, sag ich mal so. Ja, na klar. Ich habe einen Unterschied gemerkt. Und Melina nicht machen. So im Ganzen ist es okay, ne? Hotelzimmer ist in Ordnung. Nein, Kinder haben das, was sie sich gewünscht haben. Das Hochbett war ja so die Hauptsache. Und nein. 4 Betten haben wir hier. Wir haben auch Fernsehen geguckt, war auch alles problemlos. Wir haben kostenloses Internet. Der Carlos hat mir das dann gemacht gestern, weil, keine Ahnung, irgendwann gemacht. Auf jeden Fall, das ging so schnell. Ich meinte, war schon fertig? Und er so, ja, ihr seid so ein Code, ne, zum Scannen. Und dann bist du direkt drin. Und das fand ich echt cool. Das ist einfach nur so ein QR-Code, den du einscannst und dann, ne, das ist mal hier. Ja? Okay, mache ich hier sofort. Freut das Video noch eben hier beenden. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und ich melde mich morgen. Ziehen wir wieder. Tschüss.